Chronische Krankheiten und Krankheiten im Allgemeinen können eine Beziehung wirklich unglaublich belasten und im schlimmsten Fall dazu führen, dass die auseinanderbricht. Wie man es aber trotzdem schaffen kann, trotz Krankheit eine glückliche Beziehung zu führen, darüber spreche ich im heutigen Video. Mein Name ist Danny Kircheis, ich habe Morbus Crohn besiegt und du bist sehr herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, im heutigen Video geht es um ein ganz spezielles Thema, ein ganz wichtiges Thema, weil es gibt viele, viele Menschen, die chronisch krank sind und in einer Partnerschaft leben. Und ich habe das selber durch. Ich habe selber Partnerschaften geführt, die auseinandergebrochen sind aufgrund meiner chronischen Krankheit und den ganzen Problemen, die ich hatte. Und die haben einfach die Beziehung überlastet. Und ich habe durch solche Geschichten natürlich auch sehr viel gelernt. Und das möchte ich heute teilen. Das Video teile ich auch in zwei verschiedene Teile. Und zwar, ich schau erstmal auf die Perspektive des Kranken und dann später schauen wir auf die Perspektive des, ich nenne das mal den gesunden Partner. Ja, mein Partner und ich, wir sind beide zertifizierte Coaches. Also wir arbeiten mit Menschen, um ja, ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und zu schauen, was steht da im Weg sozusagen auf dem Weg dahin. Und deswegen sind wir sehr interessiert natürlich an psychologischen Vorgängen, an dem auch, wie Beziehungen mit Menschen funktionieren und was einer glücklichen Beziehung im Weg steht und was Glück im Endeffekt für jeden Menschen eigentlich bedeutet. Und deshalb war es sehr interessant, sich an den Tisch zu setzen und mal zu gucken, wie war es damals eigentlich, als es mir mit meiner Morbus-Crohn-Erkrankung noch richtig schlecht ging. Also bevor ich selber Lösungen und Schritte gefunden habe, diese Krankheit zu besiegen. Und es wäre wirklich interessant, mal auch ihre Seite zu sehen und es wirklich mal durchzuanalysieren, was da damals wirklich passiert ist. Und darüber, genau, darüber möchte ich im heutigen Video sprechen. Und ich fange direkt mal an mit meiner Sicht. Ja, ich habe wie gesagt lange unter Morbus Crohn gelitten und da sind auch Beziehungen dran gescheitert. Und was ich dabei gelernt habe, ist vor allem, dass eine gesunde Beziehung nur dann bestehen kann, wenn zwei vollkommene Partner in eine Beziehung treten. Ja, Hollywood-Filme und Soaps und keine Ahnung, die vermitteln uns wirklich ein komplett falsches Bild von Beziehungen. Und oftmals wird in solchen Filmen auch gezeigt, dass man den Partner sucht, der einen vollkommen macht. Und das ist exakt der falsche Weg, an diese ganze Beziehungsgeschichte, die ganze Beziehungskiste ranzugehen. Weil wenn ich nicht selber vollkommen bin und gesund bin und man kann gesund sein mit einer Krankheit, darüber spreche ich dann gleich, dann wird diese Beziehung aus der Balance geraten und irgendwann scheitern. Also ein Beziehungspartner bekommt dann einfach so eine große Last auferlegt, die er unmöglich tragen kann, die die Beziehung unmöglich tragen kann und die Beziehung zerbricht. Was können wir also machen, um das zu verhindern? Als allererstes, und darüber habe ich schon im letzten Video gesprochen, ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir eine chronische Krankheit haben oder eine Krankheit haben, ist es super leicht, in eine Opferrolle zu verfallen. Und um aus dieser Opferrolle rauszukommen, gibt es nur einen einzigen Weg und das ist Akzeptanz und Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich habe diese Erkrankung. Ja, es geht mir gerade richtig scheiße und ich akzeptiere das so, wie das ist, aber ich finde Lösungen. Ich nehme das jetzt ab jetzt selbst in die Hand und finde Schritte, versuche Dinge, um etwas zu ändern. Und alleine diese Entscheidung und es dem Partner dann auch zu signalisieren, das ist schon ein sehr wichtiger Schritt. Und dieses Signal wird dem Partner zeigen, dass sich etwas ändern kann, wenn die Beziehung vielleicht auch gerade durch dunklere Zeiten geht. Es hat mir unheimlich geholfen zu wissen, dass da ein Partner ist, der für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Und das hat nichts mit Opferrolle zu tun. Eine Partnerschaft beruht auch darauf, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Aber es hat mir geholfen, die Unterstützung zu bekommen, gerade als ich angefangen habe, die Verantwortung zu übernehmen. Und gerade als ich versucht habe, was zu verändern, da die Unterstützung zu bekommen, war wirklich sehr wichtig. Und ich habe mich geöffnet in der Partnerschaft und habe meiner Freundin erzählt, wie ich mich fühle, wie das ist und habe dann das Verständnis dann dafür auch bekommen. Und im Gegenzug hat sie mein Verständnis bekommen. Und das hat uns wirklich geholfen, ja, vorwärts zu kommen. Und sie hat dann auch gemerkt, dass ich was ich probiere, dass es auch funktioniert, dass es einen Weg gibt, dass es ein Ziel gibt, dass ich nicht nur einfach mich da in die Ecke setze und sage, ja, ich bin krank, ich kann nichts machen und es wird nie besser werden, sondern dass ich es versuche. Und das hat Hoffnung geschaffen. Dabei ist es ganz wichtig zu erkennen, dass du nicht die Krankheit bist. Das ist genauso wichtig für den Partner. Darauf gehe ich später ein. Du bist nicht die Krankheit. Du bist nicht Morbus Crohn. Du bist kein Morbus Crohn-Kranker. Das bist nicht du. Das ist nur ein Label,
was du dir auferlegt hast. Bevor du krank geworden bist und unter dieser ganzen Fassade der Krankheit, bist du ein eigenständiger Mensch, der ganz viele verschiedene Werte hat, der ganz viele verschiedene Hobbys hat, ganz verschiedene Eigenschaften, und manche sind super, manche sind vielleicht nervig und keine Ahnung, aber das sind vor allem Gründe, warum sich der Partner dich verliebt hat. Und ist einfach super wichtig zu erkennen. Und das war super wichtig für mich, das auch zu erkennen. Ich bin nicht Morbus Crohn. Ich bin nicht eine chronische Krankheit. Das ist etwas, was mein Leben gerade vielleicht ein bisschen zu sehr im Griff hat, aber darunter steckt eine andere Person. Sich mit der zu identifizieren, ist ganz wichtig. Oftmals können wir wirklich uns auf das Problem fokussieren, aber es kann wirklich super, 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 super wichtig sein, zu schauen, wer möchte ich eigentlich sein? Welcher Mensch muss ich sein, um gesund und glücklich zu werden? Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage. Dann ist es wirklich wichtig, offen zu sein. Darüber habe ich im letzten Video auch schon gesprochen. Die Offenheit, damit mit seinem Partner, sag ich mal, in Kontakt zu treten und dem Partner wirklich zu versuchen zu erklären, wie man sich fühlt. Und gerade als Mann kriegt man oft Dinge rangesagt wie, ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz, und Gefühle zu zeigen, das ist schwul, sagen manche. Das ist furchtbar, wenn man sowas sagt. Das hat überhaupt nichts mit sowas zu tun. Das richtige Maskulinität findet man ganz selten in unserer heutigen Zeit. Und richtige Maskulinität ist, dass man okay damit ist, dass man eine feminine Seite hat. Das bedeutet, dass man okay damit ist, seine Gefühle zu zeigen. Das ist überhaupt nicht okay und überhaupt nicht gesund, so eine Art Terminator zu sein, der komplett blank ist und keine Gefühle hat und immer nur stark ist. Das sucht eine Frau in der Beziehung überhaupt nicht. Eine Frau ist sehr, wird sehr angezogen von einem Partner, der eine emotionale Reife hat und damit umgehen kann mit seinen Emotionen. Und das ist wirklich ganz wichtig. Das kann ich jetzt über mich sagen, natürlich, weil ich ein Mann bin. Aber insgesamt ist es für jeden Partner, ob männlich oder weiblich, wichtig, den Partner wirklich verständlich zu machen, wie man sich selbst fühlt, und im Gegenzug ein Ohr dafür zu haben, wie sich der Partner fühlt, wie es für den Partner ist, in dieser Beziehung zu stecken, und da anzufangen, wirklich Verständnis aufzubauen. Das kann wieder helfen, die Beziehung zusammenzuschweißen. Und das ist oftmals, was fehlt in Beziehungen, wenn es Probleme gibt, das Verständnis für die andere Seite. Und da, wie gesagt, sind Verantwortung und Akzeptanz Schlüssel und, ja, Grundbausteine. Hol deinen Partner mit in deine Welt. Das bedeutet, dass man, sag ich mal, dem Partner die Tür öffnet, dass er die Welt betreten kann, aber auch entscheiden kann, die Welt wieder so ein bisschen zu verlassen. Das bedeutet, dass man sich, wenn man das nicht oft macht, sich öffnet und dem Partner auch seine Verletzlichkeit zeigt. Aber es gibt auch natürlich auch das andere Extrem, dass man den Partner zu sehr in diese ganze Sache mit involviert. Das ist natürlich auch nicht gesund. Also da zu reflektieren, zu schauen, wo bin ich da auf der Richterskala sozusagen, das ist ganz wichtig. Ein wirklich ganz interessantes Modell ist hier die Arbeit von Karpman und sein Drama Triangle. Da geht es um das Opfer, um den Retter und um den Täter oder den Verfolger. Gehe ich jetzt nicht so super tief drauf ein, ist dann eher ein Part, auf den ich in meinem Kurs eingehe, den ich gerade im Hintergrund baue und bastle. Aber es geht da im Grundlegenden darum, dass es kann passieren, dass man in einer Beziehung in die Opferrolle verfällt, dass ein Beziehungspartner in diese Opferrolle verfällt und dass der andere Beziehungspartner dann vielleicht die Rolle des Retters übernimmt. Und das klingt erstmal super, so der eine Beziehungspartner rettet den anderen und dann ist alles wieder super, aber eigentlich, was der Retter wirklich macht, ist, er füttert diese Opferrolle noch umso weiter. Also das bedeutet, das Opfer, welches jetzt bedürftig ist und welches keine Verantwortung übernimmt und hilflos ist, bekommt jetzt noch vom Retter genau das, was es braucht. Also da der Schlüssel, um das Ganze zu verlassen, ist die Verantwortung zu übernehmen und diese Opferrolle zu beenden. Und genauso ist es für den Partner wichtig, vielleicht die Helferrolle, sag ich mal, zu beenden, um wieder auf ein Level zu kommen. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Das ist das Ziel des Videos hier zu vermitteln, dass man wieder versucht, eine Balance zu erreichen, zu reflektieren, wo steht man gerade? Ist man gerade vielleicht als Partner wie ein kleines Kind, was die Mutter braucht? Oder ist man gerade der Partner, der die Mutter ist und dem Kind helfen möchte und wieder sich da in eine Balance zu begeben? Erfolg in einer Beziehung ist, dass man eine Lösung findet, die Mitte findet in der Beziehung. Das bedeutet zum Beispiel, dass man möchte auf eine Party gehen und man ist aber gerade in einem Schub und man fühlt sich vielleicht nicht super, man hat vielleicht gerade Probleme mit seiner Krankheit
Und die Partnerin will aber unbedingt zur Party gehen und die will vielleicht auch ein bisschen trinken und feiern bis früh morgens, aber man kann einfach selber nicht. Und da ist es einfach wichtig jetzt, sag ich mal, die beiden Wünsche der Partner wirklich auf den Tisch zu bringen und zu sagen, was können wir tun, dass wir in der Mitte landen. Vielleicht kann ich diese Woche nicht auf diese Party gehen oder vielleicht kann ich nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt auf die Party gehen und das muss einfach ausdiskutiert werden. Das ist eine Arbeit, das ist die Arbeit einer Beziehung. Eine Beziehung kann nur funktionieren, wenn man diese Mitte findet. Und oftmals, wie gesagt, diese Filme, die man immer mal anguckt, wo man die Person findet, die einem vollkommen macht, diese rosarote Brille, die hört irgendwann mal auf. Ne? Diese ganzen Liebesgefühle, die man am Anfang hat, das ist ganz natürlich, dass die irgendwann aufhören. Und ab dann beginnt eine noch viel schönere Reise, und zwar, dass man sich das Leben zusammen aufbaut. Und umso mehr man die Arbeit darin steckt, Lösungen zu finden in der Beziehung, umso glücklicher wird man, umso harmonischer wird das Zusammenleben. Und das ist wirklich das, was, ich glaube, unsere Eltern, unsere Menschen und ja, was weiß ich, in der Vergangenheit gemacht haben, um erfolgreiche Beziehungen zu führen. Oftmals in der Vergangenheit gab es nicht mal die Möglichkeit, sich einen Partner auszusuchen. Deswegen, da musste sich arrangiert werden. Die haben doch dann trotzdem sehr, sehr glückliche Beziehungen geführt. Also das funktioniert auch immer noch heute. Sprechen wir nun über die andere Perspektive, also die Perspektive des eher gesunden Partners. Und dieser kann sich wirklich sehr viel Sorgen machen. Es ist nicht leicht für jemanden, in einer Beziehung zu stecken mit jemandem, der sehr, sehr krank ist. Und da macht man sich Sorgen darüber, ja, was passiert als nächstes? Oder wird der Partner wieder gesund? Oder können wir jemals normal leben? Läuft die Beziehung vielleicht nicht in die gewünschte Richtung, die sie gerade läuft? Und das kann wirklich eine schwere Last sein für den Partner. Der Partner fühlt sich dann verantwortlich für den anderen, fühlt sich vielleicht, wie gesagt, rutscht in diese Retterrolle und fühlt sich verantwortlich für den Partner, wieder gesund zu werden oder dass der Partner sich gut fühlt. Und das muss auf jeden Fall aufhören. Man wird sich niemals in der Mitte treffen können, wenn man sich in diese Opferrolle auch reinziehen lässt und so. Man muss ja sich befreien, Verantwortung übernehmen, Akzeptanz zeigen, dass man in diese Beziehung gekommen ist, aus anderen Gründen, aus gewissen Gründen und sich wieder zu erinnern, aus welchen Gründen bin ich in diese Beziehung gekommen und diese Gründe ein bisschen ja, wieder aufleben zu lassen. Besonders ist es dann auch wichtig, sage ich mal, die eigenen Erwartungen so ein bisschen zu managen. So. Was kann ich gerade in dieser Situation von meinem Partner erwarten? Meine Freundin reist sehr gerne und manchmal reisen mit, wenn man gerade eine neue Ernährungsform ausprobiert und dann vielleicht in Portugal, als wir da waren, konnte ich nicht wirklich alles essen. Ich konnte eigentlich fast gar nichts essen. Und das hat sie natürlich auch sehr verletzt, weil sie freut sich darüber, mir so Dinge zu zeigen und so. Und leckere Lebensmittel und dann auszuprobieren. Vielleicht kann sie mit mir nicht oder konnte sie mit mir nicht damals eine Weltreise machen, was jetzt wahrscheinlich möglich wäre. Aber wir konnten trotzdem noch reisen und konnten einfach Lösungen finden, wie Lebensmittel vorzubereiten, schon vorher zu planen, wo kann ich essen gehen, was kann ich essen, Dinge mitzunehmen, die ich essen konnte damals. Das hat wirklich super geholfen. Und das ist genau das, worum es hier geht, Lösungen finden. Also fassen wir mal das Ganze ein bisschen zusammen. Es ist kein einfaches Thema und sehr individuell. Aber es ist wichtig, dass man zuallererst erkennt, dass man selbst nicht die Krankheit ist und dass der Partner nicht die Krankheit ist. Des Weiteren ist es super wichtig, dass man Verantwortung übernimmt, dass beide Verantwortung übernehmen. Über die Entscheidung, die Beziehung zusammen zu halten, zusammen zu bleiben und auch vielleicht auch ein sehr schmerzhaftes Gespräch zu führen, um zu gucken, ob die Beziehung so weiter funktionieren kann. Es kann auch sein, dass man in einer Beziehung steckt, die äußerst toxisch ist und die eigene Krankheit vielleicht noch verschlimmert. Also sich zusammenzusetzen und wirklich zu schauen, sind wir gerade glücklich? Was wollen wir mit dieser Beziehung überhaupt erreichen? Und wie können wir das schaffen? Und wollen wir eigentlich dasselbe? Ist vielleicht ein Gespräch, was wirklich nicht einfach ist zu führen, aber wirklich super wichtig, weil was bringt es in einer Beziehung zu führen, wenn die nicht irgendwie in eine Richtung führt, die beide Personen glücklich macht? Bei diesem Gespräch kann es sehr wichtig sein, festzustellen, in welcher Rolle befinde ich mich? So, in welcher Rolle würde ich mich gerne befinden? Wie möchte ich, dass die Beziehung aussieht? Und was kann helfen, dass man wieder in ein Gleichgewicht bekommt. Ist auch super wichtig, dass man genau da die gemeinsamen Lösungen bespricht und vielleicht einen Plan macht, so was probiert jetzt der Kranke und was probiert jetzt die Gesunde, damit es einfach harmonischer wird und besser wird. Zähle die guten Tage doppelt. Schreib ein Tagebuch oder mach dir Notizen, wann wirklich gute Tage waren, weil es ist ganz wichtig,
weil oftmals, wenn es mal nicht so richtig läuft, kann man ganz schnell das Gefühl bekommen, dass das ja immer so ist und dass das ja nie besser wird und man rutscht in dieses Dramatisieren hinein. Deswegen klipp und klar einen Zettel zu haben, den man seinem Partner ins Gesicht drücken kann, wie hier, ey, guck mal, wir hatten so viele gute Tage letztes Jahr. Es stimmt wirklich nicht, es ist gerade wieder mal vielleicht eine Phase und die wird zu Ende gehen und dann kommen wieder gute Tage. Ist, glaube ich, ganz wichtig. Als letzten Tipp kann ich dann natürlich noch anführen, dass man mit einem Psychologen arbeitet, mit einem Beziehungsberater oder vielleicht mit einem Coach, der Ähnliches durch hat wie du. Wenn du daran Interesse hast, kannst du mir natürlich gerne unten über die E-Mail-Adresse eine E-Mail schreiben. Aber insgesamt möchte ich dir sagen, ich habe auf meinem Kanal jetzt schon so viele Videos produziert, die dir hoffentlich schon ein Bild vermitteln konnten, dass es Hoffnung gibt, dass es Lösungen gibt, dass es Regeln gibt, die man befolgen kann, damit man chronische Krankheiten in den Griff bekommt und besiegen kann. Deswegen schau dir meine Videos an. Ich produziere auch immer weiter Content, deswegen kannst du unten auf dem Abonnieren-Button klicken, wenn das noch nicht geschehen ist und auch dem Video ein Like geben. Das hilft mir, das hilft dem Algorithmus. Lass mich auch in den Kommentaren wissen, welche Fragen du hast, wie ich dir vielleicht noch weiterhelfen könnte. Und ja, das war's schon wieder für mich für heute. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Sehe dich dann im nächsten Video wieder und ja, bis dahin.